Seid gegrüßt und willkommen bei der Mission 58. Und in dieser Mission ist ein Präventivschlag nicht möglich, nur mit einem Blender. Und den werden wir hier nutzen. Man schafft es hier natürlich auch ohne einen Blender, aber es ist relativ schwierig. Ich kann ja schon mal vorab sagen, wir müssen hier gegen einen Behemoth kämpfen und dann noch so einen Roboter. Das Problem ist der Behemoth, er darf sich wirklich nicht hochheilen. Und man hat weniger als eine Minute, ich glaube weniger als 55 Sekunden oder so, und das könnte etwas arg schwierig werden. Und deshalb habe ich mich hier für den Blender entschieden. Wir nutzen hier jetzt, wir müssen uns erstmal hier zu der Machabara-Stollen teleportieren, zu der Dämmerhöhle. Und deshalb habe ich mich dann hier auch für den Blender entschieden, weil ich das hier nicht so ganz hinbekommen habe, wie ich das wollte. Und durch den Blender ist es hier relativ einfach. Man geht hier im Prinzip mit Blitzschlag heran, also zwei Verheerer und ein Brecher. Geht einfach auf den Behemoth, er wird in den Schockmodus gebracht. Man kickt ihn hier nach oben. Und somit kommt er ja auch nicht mehr dazu, sich irgendwie nach hoch zu heilen. Und dann haben wir ihn hier ganz schnell down. Und den Roboter, der ist hier dann auch einfach nur One-Hit. Und somit haben wir dann hier auch die 5 Sterne erreicht. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen.